Ja, hallo und es kommen hier zu einem neuen Part WRC 10, jetzt zum Jubiläumspart, zum 10. Part. Wie ihr wisst, eigentlich der 11., aber ja, leider ist es jetzt der 10. Herzlich willkommen hier und es ist auch ein neuer Tag, wo ich hier die ganzen Aufnahmen mache. Zuerst mal kurz hier, ich habe hier nur Eis- und Schneereifen dabei. Das sei ein Fehler, meinte Bernie. Muss ich dann nächstes Saison oder so dann selbst ja, ändern. Wenn Asphalt ist, kann ich offenbar die normalen Reifen nehmen. Jetzt das nächste Rennen 100% Asphalt. Da seien das die falschen Reifen, meinte er. Das als kleine Info habe ich jetzt gelernt. Offenbar, ja, ist halt schade, dass es keine Vorschläge oder so gibt. Auch wenn die vielleicht nicht mal perfekt wären oder so. Aber es wäre doch schön, wenn es da irgendwie Vorschläge gäbe. Zumindest als nur. Man könnte das ja machen, dass man ausstellen kann, dass man keine Vorschläge hat. Aber dass man einstellen kann, dass wenn man will, dass man da vorgeschlagene Reifen hat. Oder irgendwie ein Tutorial, wo das genau erklärt wird. Vielleicht gibt es auch irgendwie so ein Tutorial. Ich weiß es nicht, Freunde. Aber es ist ein bisschen komisch. Aber ich finde, mit den Schneereifen hier geht es gut. Man hat jetzt guten Grip hier. Also ich finde, das ist jetzt gar nicht mal so schlimm. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich wirklich mit den anderen Reifen schneller wäre. Vielleicht ging sie auch. Vielleicht hätte ich weniger Abrieb. Also vielleicht hätte ich mit den harten oder weichen Reifen. Ich mache das Spiel ein Ticken leiser, Freunde. Ich glaube, es passt eigentlich. Aber ich habe jetzt doch gesehen, es ist teilweise ein bisschen laut, glaube ich. Und vielleicht ist es jetzt ein bisschen zu leise, aber ja, es geht dann doch auch darum, dass ihr mich gut hört. Weil ich sag's mal so, lieber ist das Spiel ein Ticken zu leise, als, ja, wenn ihr mich nicht hört, ist ja dann auch doof, auch wenn ich viel Müll labere. Okay, Ghost of Tsushima hat gerade ein Update bekommen, sehe ich. Ja, wir sind hier 4 Sekunden hinten, okay. Ja, wir sind, wie gesagt, ich glaube immer noch auf 87 oder so. Jetzt in der WRC 3 wird es sicherlich härter. Vielleicht muss ich da dann ein bisschen runter. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt auch bei der ersten Rallye letzter werden, dann ist es halt so. Das ist jetzt nicht der Weltuntergang. Dann stimmt zumindest mal das E-Mail, das wir immer bekommen, dass wir zu schlecht sind. Da gehen wir dann halt einfach ein bisschen runter. Links 4 kurz, in rechts 4 leicht schneiden, in links 3 kurz. Und Kuppe in rechts 3 kurz nicht schneiden. Und Haarnadel rechts 50. Ja, nicht ganz. Und Achtung, Gefahr, über Kuppe, optimal erwischt. Ja, der Part müsste jetzt schon Ende gegen. Geht's dadurch? Ich hoffe. Sollte jetzt Ende. Glaub, also, ich nehme ihn jetzt am. Was haben wir heute? Freitag auf, glaube ich. Ja, der Sektor war jetzt gar nicht so schlecht, haben wir nur eine Sekunde verloren. Hatten auch ein bisschen einen Fehler drin, also es passt soweit. Da kommt jetzt die Drohne mit, nice. Ja, wie gesagt, mit den Eisreifen sind wir auf der sicheren Seite, würde ich mal sagen. Toll! Wenn eben dann doch mal Schnee ist irgendwo oder wenn. Keine Ahnung, beginnt zu schneien oder regnen hier bei so vereisten Asphalt. Aber wie gesagt, wenn hier Asphalt steht, dann kann man anscheinend wirklich die normalen Reifen mitnehmen. Aber mein Rückstand hier, glaube ich, lässt sich nicht auf die Reifen zurückführen. Und jetzt wird sicherlich der, der Rückstand deutlich anwachsen. Links 3 in rechts 4. In links voll Verengung 50. In rechts 4, 80 und ja, 7 Sekunden geht aber absolut klar. Also nach dem Fehler, da hatte ich mir Zeit eigentlich verloren. Rechts 4 lang, macht zu in links 4. Ja, wenn ihr das seht, bin ich vielleicht noch ein bisschen im Urlaub. Ich bin jetzt ein paar Tage im Urlaub dann. Ja, ich muss dann schauen, Bus-Simulator werde ich wahrscheinlich nicht zocken können zum Release. Aber darauf freue ich mich dann. Und ja, mal schauen. Ich versuche heute jetzt sicherlich 2 oder 3 Parts aufzunehmen noch WRC.
damit mal die nächste Woche abgedeckt ist. Also die Woche, die ihr jetzt seht. Das müsste, wie gesagt, so der Freitag-Samstags-Part sein, sowas um den Dreh. Ach, der Helikopter. Ja, 3 Sekunden, Freunde. Das war ein guter Sektor. Ja, wir sind ja gut dabei, KI-mäßig, würde ich sagen. Letzter Sektor sind die auch meistens gar nicht mal so schnell. Also da ist immer auch die Chance, dass wir da ein bisschen was aufholen können, würde ich mal behaupten. Wenn wir keinen Fehler machen. Das ist natürlich immer die Grundvoraussetzung. Ein bisschen spät gebremst, aber nee, das hat genau gepasst eigentlich. Oh. In Haarnadel rechts nicht schneiden, 30 über Kuppe. Aber die Angaben, muss ich sagen, die sind echt gut. Also die stimmen fast immer, würde ich mal behaupten. Da bin ich echt zufrieden mit. Und links 3 lang, also die vom Sprecher hier. Ai, ai, jetzt habe ich irgendwie auf was anderes geschaut oben. Das war unnötig, dieser Ding. Ah, 1,5 Sekunden. Boah, Piet Tarinen ganz knapp hinter Matthias Ekström. Matthias Ekström? Ist das nicht der mega Bekannte? Oder täusche ich mich jetzt? Fährt der WRC3 oder was ist? Hä? Jetzt bin ich gerade echt verwirrt. Ekström. Der ist doch mega bekannt, oder nicht? Das ist doch der, der die ganze Zeit die TM gefahren ist, oder nicht? Oder täusche ich mich jetzt mega krass? Von 2013 bis 2018 startete er in der FIA World Rally Championship und wurde mit seinem Weltmeister in der Fahrerwertung 2016. Das verstehe ich jetzt nicht. Also fährt jetzt einfach so hobbymäßig? Oder Christensen ist ja auch bekannt. Es sind ja ultra viele dabei. 25? Oder ist es irgendwie gemischt? Sind da nicht alles WRC3? Kann ja auch nicht sein, oder? Dann wären wir ja easy Gewinner jetzt, aber ich glaube nicht, dass es so ist. Wir fahren hier WRC3, aber... ich bin da echt verwirrt. Nikolai Kriaschin, was ist denn das? Ein Russe, oder? Da keine Flagge, weil ja, es ist eine WM, oder? Da gibt es keine russische Flagge aktuell. Ja, Freunde, klär mich gerne auf. Also extrem bin ich jetzt echt verwirrt. Und wir müssen da mal ein bisschen reparieren. Irgendwie geht das hier schneller in der WRC3 mit dem Reparieren, habe ich das Gefühl. Wird aber auch teurer, definitiv. Oh, wir sind im Minus geldmäßig. Ist es fürs Wochenende oder ist es insgesamt? Warum sind wir im Minus? Hat es irgendwie gekostet, der Aufstieg hierher? Interessant. Aber ja, ich glaube, es sollte nicht problematisch sein, weil wir sollten relativ viel hier für die Rallye bekommen, nehme ich mal an. Ich mache mir jetzt mal noch keine Sorgen. Ja, reifenmäßig. Ja, ich würde sagen, das können wir jetzt noch mit diesen hier machen. Oder ist das jetzt der neue Tag? Dann müssen wir jetzt beide Rallyes damit klarkommen. Das kann lustig werden. Ja, mal schauen, aber es sollte auch gehen. Dann sind wir halt am Ende. Wir haben ja auch noch die Reservereifen. Dann machen wir die irgendwo drauf, wo es ein bisschen kritischer wird. Und das wird schon gehen. Ja, jetzt hätte ich natürlich neue Reifen gebraucht. Start, zweiter Tag, genau. Ah, ist jetzt nicht so schlimm, Freunde. Ja, jetzt in dieser Rallye eh noch nicht problematisch, dann in der nächsten, wie gesagt, könnte es lustig werden. Ja, wie gesagt, das Etappendesign ist absolut top. Ja, da wünschte ich mir schon fast, dass das Dirt Rallye sagt, ey komm, gebt uns genau die Layouts, alles, wir machen das danach oder gebt uns direkt die Strecken. Wobei, die haben natürlich wahrscheinlich eine andere Engine und alles, das würde keinen Sinn machen, aber ja... Ich hoffe, die kriegen das auch so hin. Aber an sich ist ja Dirt Rally auch eine gute Reihe. Also so ist es ja nicht. Aber wie gesagt, ich hoffe, sie machen das einfach auch mit dem Controller besser.
Aber das müssten sie ja können, weil wie gesagt, Codemaster ist ja durchaus auch in der Lage, für Controller-Spiele rauszubringen. Die klassischen Dirt-Spiele gehen super. Die sind natürlich sehr arcadig. Oder Formel 1 ist ja so ein Mix-Ding aus Arcade, aber doch auch ein bisschen Sim. Das geht ja auch sehr gut mit Controller im Generellen. Monaco jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber da habe ich schon Hoffnung, dass sie das irgendwie hinkriegen und auch so machen. Weil wie gesagt, dieses Spiel hier zeigt, dass man durchaus solche Spiele auch mit Controller spielen kann und auf jeden Fall Spaß haben kann damit. Ich könnte auch mal ein Part WRC Dirt Rally 2 machen. Klar, das hat keine PS5-Version, also aber dann sehen wir mal, wie die so sind, Dirt Rally 2. Muss ich mal schauen. Das Ganze war ja auch ein bisschen skandalös damals. Da haben sie am Dirt Rally 2 alles neue Strecken gebracht. Eigentlich die aus Dirt Rally 1 haben sie dann alle nachgereicht, kostenpflichtig per DLCs. Da gab es ja zuerst bei Dirt Rally 2 keine Schnee-Rally, das war ja auch ein bisschen doof. Da haben sie dann schön Monte Carlo, glaube ich, und Schweden nachgereicht. War auch ein bisschen ein Skandal. So 7 Sekunden wieder Rückstand, das ist nicht optimal, aber ja, kennen wir ja. Jetzt müssen wir da versuchen, das wieder aufzuholen. Links 4 macht zu 80. Rechts 3 halten in links 5 bei Abzweig. Und Achtung, links voll macht zu 3 über Kuppe. In rechts 3 macht zu 50. Links voll 80. Haarnadel links 100. Rechts 6, 80. Wenn ihr mit Lenkrad spielt, gibt es anscheinend den Trick, dass man die Handbremse auf die Kupplung legt. Das ist nur so ein kleiner Tipp. Falls ihr mit Lenkrad spielt, habe ich von Dave gehört. Dave Gaming hat das gesagt. Das ist mal so als kleine Info. Ja, guter Sektor, 3 Sekunden aufgeholt. Zu in links 2 kurz und rechts voll 20. Rechts 3 nicht schneiden und links 4 innen halten über Kuppe. In rechts 5 kurz und Haarnadel rechts 50. Muss nicht sein. Ja, da will ich so offensiv rein. Da wollte ich jetzt pushen. Und links 4 50. Links 5 kurz, nicht schneiden 80. Bah, Monte Carlo ist schon. Links 2 leicht schneiden. Ich tanze auf der Rasierklinge. Also, es ist schon eine strenge Rallye. Links 5 macht zu 2 nach. Also, will ich mir gar nicht vorstellen, wie das im Cockpit ist, ganz ehrlich. In links 2 nicht schneiden. Das ist wirklich. Rechts voll 30. Da musst du mit der feinen Klinge arbeiten, ja? Rechts 3 kurz, in links 4 macht zu. In rechts 2, in links 3 nicht schneiden, in rechts 2. Und links 5. Und links 4 kurz in rechts 5 über Kuppe 30. Rechts 4, 50. Na, trotzdem eine Sekunde aufgeholt, Freunde. Es wird ein enges Höschen wieder. Aber ich glaube nicht, dass es zum Sieg reicht. Ich denke, wir werden noch mal so 1-2 Sekunden rausholen. Am Ende wird es nur 1-2 Sekunden nicht reichen. Aber die KI ist ja perfekt eingestellt, könnte man sagen. Das gibt's ja nicht. Links 6 in rechts 5 macht auf 50. Rechts 4 kurz Verengung in links 5 und Tunnel 30. Hey. Oh, jei. 700 Meter noch, Freunde. 700 Meter. Ja, ich glaube, wir sind auf einem grünen Kurs auf jeden Fall jetzt hier im letzten Sektor. Das ist mal das. Rechts voll in links 6 Verengung 150 zum Ziel. Ja, doch, da holen wir nochmals auf. 2-3 Sekunden. Vielleicht reicht sogar. Also wird eng. Ich sag eine Sekunde Rückstand. Nach 5 Sekunden, das hätte ich nicht erwartet. Okay, da war der Lindholm im letzten Sektor nochmal schneller als wir. Okay, interessant. Aber zu allen anderen haben wir definitiv aufgeholt hier. Mal schauen. Wir führen. Das gibt's ja nicht. Wir führen insgesamt um eine Sekunde. Boah, aber schaut euch das an. Wir dürfen uns wirklich nichts erlauben. Also 10 Sekunden der Sechste zurück. Und selbst die 20 Sekunden hier beim 12. Also die hast du so schnell verloren. Ah nee, das sind 20, sorry. Ja, 20 meine ich.
Boah, so wirklich viel erlauben dürfen wir uns definitiv nicht. Oh, das wird eng. Eng hier. So, reifenmäßig. Ja. Ja, ist etwa gleich vorne, hinten, aber wir machen jetzt mal doch hier neue rauf. Ich glaube, das ist nicht so schlecht. 5, 4, 3. Ja, das wird auf jeden Fall lustig am Ende, glaube ich, dieser Etappe, weil so 20%. Boah, da sind wir am Ende auf unter 40%. Also da sind wir so auf irgendwie 4, 5, 36 hinten. Das wird nicht so angenehm, glaube ich. Aber es sollte noch passen. Ja, das reicht schon. Also wir werden hier durchkommen. Also würde mich jetzt wirklich wundern, ob wir jetzt wirklich mit den weichen Reifen oder harten Reifen schneller wären, also mit denen, weil ich komme damit echt gut klar auf Schnee. Also auf diesem Asphalt jetzt mit diesen Schnee-Eisreifen. Guten Grip und vielleicht kann ich mit den anderen ein bisschen schöner um die Kurven driften oder so um die Haarnadeln, aber ich habe da lieber ein bisschen mehr Grip, muss ich sagen. Also der Grip, der passt hier definitiv. Hätte ich jetzt das Gefühl, also ich glaube jetzt nicht, dass es mit den anderen wirklich besser wäre hier bei so einer vereisten Strecke. Aber ich werde es auf jeden Fall natürlich auch Bernie hören, der viele Jahre WRC-Erfahrung hat hier. So, erster Sektor war gut, jetzt zweiter Sektor leider nicht so ganz. Ja, dieses blaue Plus, ist das irgendwie so ein Hospitality-Ding oder? Eine mobile Hospitality oder? Dass da irgendwie einen Unfall gibt. Ah, nicht gut um die Anadelkurve gekommen. Ja, Freunde, ich merke. Ich habe jetzt gerade mal unten geschaut. Ich merke langsam die hinteren Reifen. Ja, ja. Da, das ist nicht mehr schön, Freunde. Das ist nicht mehr schön jetzt. Eieiei. Also das wird jetzt lustig. Zweite Hälfte dieser Etappe. Noch nicht mal ganz erreicht. Die zweite Hälfte. Und jetzt merke ich schon. Eieiei. Das wird. Wir sind sogar schneller. Okay, Nacht. Oder, ja, Abendrennen, da ist die KI nicht ganz so schnell. Das ist das Positive. Jetzt haben wir natürlich ein 360 gemacht. Hat sicher die 3-4 Sekunden gekostet. Und ich Idiot, ich spawne nicht sofort zurück. Das waren jetzt 10 Sekunden, Freunde. 10 Sekunden, die wir verloren haben. 5 Sekunden da rumprobiert und dann 5 Sekunden Strafe anstatt sofort. Also jetzt muss ich auf sicher fahren. Es ist Nacht. Wie gesagt, die KI ist, glaube ich, nicht ganz so schnell hier. Und jetzt muss ich Schadensbegrenzung begehen. Nee, der Grip hier ist mit dem Hinterreifen ist komplett durch. Das sieht jetzt noch nicht so schlimm aus eigentlich. Also, er ist ja noch nicht ganz unten, der Reifen, aber merkt man jetzt schon deutlich, muss ich sagen. Hätte ich mir nicht so schlimm vorgestellt jetzt schon. Ja, ich muss ein bisschen vorsichtiger jetzt fahren. Dann sollte es trotzdem gehen, hoffe ich. Ja, 6 Sekunden. Ich weiß nicht, ob die Strafe mit eingerechnet ist. Ich glaube nicht. Wir müssen es auf plus 0 schaffen und dann halt die 5 Sekunden Strafe mitnehmen. Aber das würde ja auch passen. Also da könnte ich absolut leben mit. Also noch ein weiter Weg und ich muss zuerst diese 6 Sekunden wieder aufholen und vor allem nicht noch eine Strafe mitnehmen. Aber um die Kurven komme ich überhaupt nicht mehr. Ja doch, das ist Hospitality, da sieht man ja den Krankenwagen. Diese Haarnadelkurven, die sind wirklich so schlimm jetzt. Achtung, bremsen links 2 kurz, in rechts 4 mittel. 80. Rechts 2 Innenhalten nicht schneiden, in links 3 kurz 50. Ey, das gibt's doch nicht, das habe ich nicht gesehen, dass hier ein Stein war. Das ist jetzt doof gewesen. Also das habe ich wirklich nicht gesehen, Freunde. Ich dachte, da komme ich schön durch. Ach, das nervt, wenn man so ein. Ja, da werden wir jetzt etwa gleich schnell wie die KI gewesen, haben jetzt nochmals eine Sekunde kassiert. Ja, vielleicht ist ja die Strafe mit eingerechnet. Dann wäre es okay, aber ich glaube eben nicht.
Und da werden wir jetzt richtig zurückfallen. Da müssen wir auf der Power Stage im Finale richtig gut sein. Links 5 Mittel macht zu in rechts 5 Bremsen. Abzweig rechts 3 in links 500. Ja, ich. Rechts 5 kurz in links 6 macht zu. Das Auto ist komplett durch, Freunde. Es ist wirklich durch. In Knoten 50. Kuppe in links 5 macht zu in rechts 4 kurz. Boah, ich. Nee, keine Chance mehr, Freunde. Keine Chance mehr. Ich habe null Grip. Also es ist wirklich, es sieht nicht so schlimm aus, aber ich habe 0,0 Grip hinten. Also selbst minimalste Kurven hier, ich kann nichts mehr tun. Also ich kann mir jetzt noch nicht mal große Vorwürfe machen, glaube ich. Ich habe null Grip. Ja, schade. Also jetzt am Ende wollte ich nochmal so schön Vollgas durch. Ach, 13 Sekunden plus. Ja, die Strafe ist jetzt, glaube ich, damit drauf jetzt. 13 Sekunden. Okay, 12 Sekunden hinten. Ich hoffe, ja, die Strafe müsste damit eingerechnet sein, weil sonst wären es ja 7, dann wären wir weiter hinten. Okay. Also 4 Sekunden vor uns ist möglich. Die Top 2 wird ganz schwierig. Jetzt müssen wir mal schauen, wie lange die Final Stage wirklich ist. Ob es wieder so eine 20 Kilometer Ding ist. Ah, 21. Mit Schnee. Also es schneit auch. Und jetzt muss ich richtig reparieren hier. Boah, der Motor hat es ja richtig erwischt. Ja, wir müssen da mal schauen. Na, Bremsen müssen hoch. Ja, Scheinwerfer sind mir jetzt gar nicht mal so wichtig. Aufhängung kann ich halt vergessen. Heckstoßfänger, ja. Ja, ich würde sagen, das muss reichen, Freunde. Reifen natürlich neue drauf jetzt. So. Also die 34, die kannst du nicht mehr fahren, Freunde. Es ist wirklich ganz schrecklich. Und jetzt Power Stage 21 Kilometer. Naja, das wird lustig. Okay, das wird ein XXL-Part, Freunde. Das wird ein absoluter XXL-Part hier. Wir sind schon bei 22 Minuten, aber ich nehme das jetzt noch mit, die Final Stage. 5, 4, 3, 2, 1. Wir sind unterwegs. Die uns sicherlich jetzt noch einige Minütchen beschäftigen wird. Aber ist ja auch mal okay. Ein bisschen ein längerer Part, hätte ich gesagt. In Knoten. Und Kuppe in rechts 5 macht zu. Ja, dann bringe ich diesen Part vermutlich am Samstag. Ich habe mir überlegt, ja, am Freitag, aber nie. Das ist jetzt ein XXL-Part am Samstag, schön. Und dann muss ich mal schauen, dass ich heute vielleicht noch ein, zwei Parts aufnehmen kann, irgendwann. Dann kann ich den vielleicht am Sonntag, dann machen wir schön einen Doppelpart am Wochenende, dass ihr morgen wieder einen habt und dann am Dienstag wieder. Und ich hoffe, ihr bleibt weiterhin dabei. Natürlich würde es mich immer freuen, wenn ihr auch ein Like da lässt. Wie gesagt, Kommentare sowieso immer schön. Und ja, wie gesagt, bei anderen Projekten reinschaut. Wie gesagt, es wird jetzt dann anderes auch kommen auf meinem Kanal. NBA in erster Linie. Ein kleines angespielt vielleicht von Deathloop. Mal schauen. Also das habe ich mir jetzt auch vorbestellt. Das auf jeden Fall. Und ja, ansonsten geht dann halt Uni wieder los. Bald. Da wird es halt auch schwierig mit Projekten. Von dem her gesehen will ich mich da auch ein bisschen beschränken. Auf WRC jetzt mal. Da kommen, wie gesagt, noch einige Parts. 15 bis 20 sind mal so geplant. Und wenn es dann Spaß macht und wenn die Klicks da sind, was heißt Klicks bei meinem Kanal, aber ja, wenn es ein paar Zuschauer hat, die es interessiert, dann kann ich das durchaus auch noch ein bisschen weiterziehen. Aber vorerst, wie gesagt, 15 bis 20 Parts sind mal so das Ziel, das ich habe primär. Oder vielleicht auch einfach diese Saison hier noch beenden. Mal schauen. Das wird auf jeden Fall sicherlich noch ein paar Parts geben. Rechts 5 kurz in links 4 kurz 50. Rechts 3 in links 3 50. Ja, diese Jubiläums-Events, da gibt es auch ein eigenes Menü für. Die sind echt hart teilweise. Also, boah, 11 Sekunden Rückstand. Bin jetzt ein bisschen vorsichtig gefahren, ja.
Aber ich dachte, ja, easy Snack hier. Plus minus 3 Sekunden. Aber nö, 11 Sekunden aufgepumpt bekommen, okay. Okay, das ist interessant hier. Special. Oh. Ja, natürlich nicht geschaut, was er gesagt hat. Ja, um die bin ich jetzt solide rumgekommen. Also A-Nadeln hoch sind die eigentlich auch einfacher als runter. Generell. Scharf bremsen, links 4, macht zu, A-Nadel, links 30. Rechts 4, innenhalten, links 4, 50. Ein bisschen von weit außen in die A-Nadel rein, aber es hat noch gepasst. Ja, der Sektor nimmt mich jetzt wundern. Kleiner Fehler war halt da dabei, weil ich die Kurve falsch gelesen habe. Aber ansonsten war es jetzt eigentlich ein solider Sektor bisher. Mal schauen, ob wir nochmal Sekunden aufgebrummt bekommen. Also es war schon hart jetzt, dieser erste Sektor. Können wir jetzt natürlich noch richtig weit zurückfallen in dieser Rallye. Das Podium wäre ja noch möglich gewesen, also 4 Sekunden nach vorne. Aber so wird das jetzt sehr schwierig. Aber gefühlt jetzt gar nicht mal so eine schlechte eigentlich. Also wie gesagt, die letzte Etappe war richtig mies, aber jetzt wieder mit dem ganzen Auto, das merkt man schon. Das fühlt sich wieder deutlich angenehmer an. Ein bisschen stecken geblieben in der A-Nadel, aber es war auch okay noch. Soweit, jetzt sind wir gleich durch hier mit dem zweiten Sektor. Ja, sorry, Leute, ganz kurz. So, jetzt geht's wieder. Und Knoten über Kuppe in rechts 3, in links 2 macht auf. Ich ganz kurz meinen Finger ein bisschen lockern. Rechts über Brücke und rechts 2. So 18 Sekunden. Ei, das ist doch unglaublich, oder? Also ich verstehe es nicht. Fahre ich jetzt so viel langsamer als in den ersten Stage oder ist es jetzt einfach viel härter in dieser Final Stage? Schreibt mir das auch in die Kommentare, was ihr denkt. Das kann ja nicht sein, ich habe jetzt keinen riesen Fehler drin. Selbe KI und es ist einfach viel härter. Klar, ich war ein bisschen vorsichtig vielleicht, aber ich baue eben auch nicht so eine Scheiße bisher. Jetzt baue ich so einen Müll, aber verstehe ich nicht. Also KI, I don't know. Innerhalb einer Stage Monte Carlo völlig anders oder was? Was ist denn das, Freunde? Das nimmt mir schon wieder ein bisschen den Spaß. Also, kann doch nie sein, wenn man merkt, ey, die KI passt und dann passt die überhaupt nicht mehr hier. Was ist denn das? Also verstehe ich wirklich nicht. Weil dritte Stage war ja völlig klar, die habe ich völlig verkackt. Eine Strafe und alles völlig okay. Erste zwei Stages auch KI perfekt. Also eigentlich auch bei der dritten perfekt, weil wie gesagt, mit dem Fehler hat es absolut gepasst. Und jetzt hier. Jetzt hatte ich den ersten Fehler, den ersten wirklich krassen Fehler hatte ich jetzt im dritten Sektor. Aber in den ersten zwei Sektoren habe ich schon so viel Zeit verloren. Und jetzt auch das im dritten hat jetzt nicht so viel Zeit gekostet. Aber ich bin schon bei 18 Sekunden Rückstand. Ey, ich kriege die Krise, Freunde. Vielleicht ist ja nur der erste so schnell, dann kann es ja immer noch passen. Also vielleicht sind ja die anderen auch nicht schnell. Aber das kann ich mir halt nicht vorstellen, dass nur der erste irgendwie jetzt komplett eskaliert hier. Aber das wird natürlich das Gefährliche. Ich sehe natürlich nicht meine Position. Vielleicht bin ich Dritter. Wer weiß das schon. Dann wird es ja wieder passen. Aber da ich das nicht sehe, gehe ich halt davon aus, dass die anderen auch so schnell sind. Rechts 4 macht zu, in links 6, in rechts 6 macht zu 30.
Ja, sorry Leute. Ich hoffe, ich habe es rausgeschnitten. Ich muss wieder mal kurz weggehen. 33 Sekunden, das ist doch ein schlechter Witz, oder nicht? Rechts drei kurz und links drei, ist doch ein schlechter Witz. Ja, da verliert man doch die Lust. 33 Sekunden, Freunde. In rechts drei, Verengung, in links gleiche drei, KI. In rechts 4,50. Ein Drittel des Rennens ist durch und ja. Vielleicht stimmt ja die KI irgendwie nicht. Also vielleicht sind sie jetzt im zweiten Rennhälfte dann langsamer oder was weiß ich. Aber wenn es so weitergeht, haben wir 2 Minuten Rückstand im Ziel. Ohne es wirklich verkackt zu haben, meiner Meinung nach. Ja, und jetzt, ihr seht, ich habe keine Lust. Und es nervt mich einfach, weil die letzte Power Stage war so cool und genau die haben wir ja nicht mehr. Die habe ich ja den Part nicht. Und jetzt der hier, den. Wenn ich den Part nicht hätte, wäre es mir völlig egal. Das ist halt belastend. Links 3 macht zu in rechts 3 kurz. In schnelle Knoten über Gruppe 50. Links 4 macht zu 80. Rechts 3 halten in links 5 bei Abzweig. Bist du okay? Und Achtung, links voll macht zu 3 über Gruppe. In rechts 3 macht zu 50. Ja, ich glaube, ihr seht das hier auch. Also, was soll das? Wo soll man da noch seine Motivation ziehen? Es ist doch einfach nicht. Eine Minute. 25 Sekunden verloren in dem Abschnitt. Ja, das war ein Müllabschnitt, ja, aber nicht 25 Sekunden, Freunde. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Es ist ein Witz. Es ist ein Witz. Es ist dieselbe KI-Stufe und. Ich habe die ersten 2 Sektoren gut getroffen, den dritten noch auch okay. Auch absolut okay. Der vierte jetzt war nicht gut, ja. Aber auch der war nicht. Ich weiß nicht, 27 Sekunden, glaube ich, langsamer. Nee, es macht keinen Spaß. Ach, Freunde. Ja, wir gehen einfach mit der KI massiv drunter. Das ist der Weg. Wir gehen auf eine 80 und schauen dann, wie es ist. Die einzige Möglichkeit, dass wir halt in anderen Rennen so ein bisschen Zeit gewinnen und dann, was heißt massiv drunter, aber auf der 80 und dann auf der Final Stage halt nicht gewinnen müssen. Oder verlieren können, aber nicht, ja, so viel können wir dann auch nicht verlieren, aber mal schauen. Es gibt ja teilweise auch teilweise auch die Final Stage so eben so ein Rundenrennen in dem Sinne. Da ist normalerweise die KI mal richtig langsam. Von dem her gesehen ist es halt immer schwierig, aber wir gehen runter mit der KI ganz einfach. Und wenn wir dann halt viel zu schnell sind, ist es so. Aber so macht es keinen Sinn, Freunde. Rechts 3 kurz in links 4 macht zu. Ja, eine 75 oder 80. Wir müssen mal schauen, was kommt. Wenn eine schwierige Rallye kommt, geht auch nicht 75. Und links 5. Und links 4 kurz in rechts 5 über Gruppe 30. Rechts 4,50. Rechts 4 in links 5 lang. Ich freue mich schon auf die nächste Zwischenzeit. Rechts voll 80. Links voll in rechts 5. 1,23. Rechts 4 mittel. Es ist lustig. Unter 2 Minuten schaffen wir es wahrscheinlich nicht. Links 6 in rechts 5 macht auf. Wahrscheinlich 50. Sogar deutlich über 2. Mal schauen. Rechts 4 kurz Verengung in links 5 und Tunnel 30. Jetzt zum Beispiel jetzt dieser Sektor. Wir waren 1,23 zurück. Wir geben uns jetzt 5 in Tunnel 20. Rechts 6 kurz 20 rechts voll in links 6 Verengung 150. Und klar kann man deutlich schneller fahren, also das ist ja völlig klar, aber wenn ich die Pace hatte, die ersten Rennen,
dann stimmt doch was mit der KI nicht hier. Das ist halt schon schade, und das ist ja nicht eine neue Rallye hier in Monte Carlo, ist ja. Und scharf links nicht schneiden. Das darf einfach nicht sein. Rechts voll 80. Rechts 600. Achtung, Haarnadel rechts 80, über Asphalt. Rechts voll in links voll Verengung 80. Achtung, rechts 4 Verengung in links 5 macht auf lang 100. 6 Sekunden wieder kassiert. Achtung, scharf bremsen für Haarnadel links 50. Rechts 4, 30. Links 4 macht zu in rechts voll in links voll. Wir gehen uns jetzt aber trotzdem wieder für den Rest des Rennens. Dann können wir sagen, Anfang und Ende waren wirklich gut und Mittelteil haben wir ein bisschen motivationslos verkackt. Links 5,50. Rechts 4,50. Links 6,80. Rechts 5, kurz 80. Scharfe Haarnadel links nicht schneiden, breiter 150. Uneben in links 5. In rechts 5 nicht schneiden, macht zu in links 6, 30. So. Also, ich bin zufrieden mit meiner Leistung hier auf dieser Stage insgesamt. Anfang war wirklich gut, die ersten drei Sektoren waren solide. Jetzt die beiden Sektoren jetzt waren okay. Und jetzt kommen dann noch zwei. Dann wären das am Ende, wenn ich das schaffe, 7 wirklich solide Sektoren von 9. Wenn ich dann 2 Minuten Rückstand habe, dann ist es halt so. 1,28 war, glaube ich, der letzte Rückstand. Mal schauen. Jetzt schon die 1,40 knacken. Jetzt hier wird es Schnee. Also hier haben wir jetzt, glaube ich, schon die richtigen Reifen. Ja, 1,34. Ja, 6 Sekunden da oben drauf. Links 5, 30. Also selbst in diesen guten Sektoren 6 Sekunden mal 9 sind halt auch 54 Sekunden. Also. Oder eher in Richtung. Also selbst wenn ich das Rennen wirklich optimal erwische, verliere ich hier halt eine Minute gefühlt. Rechts 5 lang macht zu 4,30. Mit meinen Skillsetten. Wie gesagt, ich bin ja nicht auf einer 150er KI. Ich bin auf einer 87. Aber wir gehen runter, das ist ganz einfach. Und dann gewinnen wir vielleicht auch mal eine Stage, klar, das kann halt sein, aber das ist dann halt so. Aber hier macht es keinen Sinn, also wenn ich 2 Minuten verliere. Wie gesagt, wir schauen mal an, wie groß die Rückstände des Teams generell sind. Vielleicht haben wir auch andere Riesenrückstände jetzt hier bei dieser Stage, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also wir werden aller Voraussicht nach letzter im Gesamtklassement, denke ich mal. Das ist ein bisschen doof. Rechts 4, kurz 50. Haarnadel rechts. Bisschen bremsen. Ja. Links voll. In rechts 4 kurz Verengung, in links 5 kurz 40. Rechts 5. Okay, da habe ich jetzt nicht mal so viel Zeit verloren, glaube ich. 150. Haarnadel links 50. Haarnadel rechts 50. Haarnadel links 50. Haarnadel ja, Reifen auch 50. Schon ziemlich unten, aber es geht jetzt noch, muss ich sagen. Generell, das Auto ist noch okay, würde ich sagen. Ja, und es kommen ja nur noch 2 Kilometer hier. 1,42 jetzt, ja. Wieder 8 Sekunden kassiert. Ja, einen schönen Fehler hatten wir drin in diesem Sektor, aber der war okay, der war absolut okay eigentlich, weil dieser Fehler hat nicht mal so viel Zeit gekostet, hätte ich jetzt gesagt. Vielleicht 3 Sekunden oder so, aber... Links 4,30.
habe ich versucht, schön zurückzufahren und rückwärts halt ein bisschen, bis ich nicht drehen kann. Für scharfe Haarnadel rechts und links 3,50. Ein stürmt hier ja richtig. Letzter Sektor ist ja normalerweise die KI so ganz schnell, aber wir haben keinen einzigen grünen Sektor, Freunde. Ist halt bitter. In links 3 macht zu Haus innen 20. Wir probieren jetzt nochmal alles hier. Ja, jetzt merkt man natürlich schon langsam die Reifen doch. Jetzt merkt man die langsam. In Knoten, Verengung und links 5. Und rechts 6 macht zu 4. Ja, da muss ich jetzt ein bisschen Vorsicht schon walten lassen. In links 2 in rechts voll 100. Ja. Achtung, scharf bremsen für Haarnadel links 50. Rechts 4 in links 4 kurz 50. Rechts 5 kurz und bremsen in rechts 5 über Brücke und rechts 3. Links 5 kurz, in rechts 4 Verengung macht zu, in links 2. In rechts voll macht zu, 4 lang innehalten. Rechts voll und ziehen.